Hallo liebe Leute, schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge hier beim ATS. Ja, ich bin jetzt auf dem direkten Weg zum Kunden, will keine Zeit verlieren. Es geht auf 6 Uhr zu, also in der Früh natürlich. Und wir haben eine neue Fracht, die wir gleich nach Boisman bringen sollen, und zwar in den Bundesstaat, ja, Montana, da waren wir noch gar nicht. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt in Wyoming, in Jackson, und es geht nach Boisman, und zwar jetzt. Das ist natürlich die Ampel, die springt ja so schnell um, also wirklich, das ist jetzt nicht mehr lustig, das Ganze hier. Ja, fahr ruhig, ja, das klar, kein Ding. Ja, wir haben noch ein paar Meilen zum Kunden hin, und müssen den Tag jetzt gut nutzen. Ja, die Tour ist jetzt nicht allzu lang. Es sind so 225 Meilen. 200 meters, turn right. Wenn ich jetzt gut informiert bin, also jetzt von der Auftragslage her oder von der Bestätigung, der Mail, die ich jetzt bekommen habe vom Kunden. Also roundabout 362 Kilometer. Und transportieren werden wir, werden wir 20 Tonnen an verpackten Lebensmitteln. Ja. Und vergütet wird das Ganze mit satten 1776 Dollar brutto. Ja. Das ist auch das Angenehme an der ganzen Sache. Ja, die ganze Tour ist bestimmt ganz schick. Davon mal ganz abgesehen. Ja. 200 meters, turn left. Also, jetzt muss ich jetzt hier gleich links abbiegen, und allzu weit ist es nicht mehr zum Kunden. Beziehungsweise wir sind jetzt schon da. Turn left. Ja. Ja, dann wollen wir mal hier auf den Betrieb hier fahren. So, und zusehen, dass wir jetzt hier uns hier anmelden, wo auch immer. Ja, bei Kraft Heinz hier. Alles gut soweit. Ja. You have arrived at your destination. Ja. Alles gut, Lady. So. Das heißt jetzt, wir melden uns jetzt hier an. Und dann heißt es hoffentlich sehr schnell hier den Laden hier verlassen und unsere Tour beginnen. Ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass ich mich natürlich wie immer an dieser Stelle mich über ein Like und ein Abo sehr freuen würde, und auch über irgendwelche Verbesserungen, wenn ihr die am Start habt, oder Lob oder konstruktive Kritik, whatever, wäre schick, wäre gut. Also alles rein in die Kommentare, wenn ihr diesbezüglich was habt, wird dann dementsprechend, so wie ich es kann, natürlich beantwortet. Und in diesem Sinne sage ich mal, abonniert einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr so auch keine Videos mehr. Und dafür schon mal im Voraus vielen Dank für euren Support, und natürlich viel Spaß bei dieser Folge, die jetzt gleich losgeht. Let's go! Okay, Leute. So, habe jetzt hier gerade hier gedreht, mich jetzt hier rückwärts da reinzusetzen, genau. Mehr oder weniger gerade. Naja, nicht ganz, muss ich ein bisschen eindrehen hier. Aber kriegen wir auch noch hin. Da hinten noch rein da. Ja. Ich schau mal. Ja. Alles im grünen Bereich, wie wir es haben wollen. Genau.
Und ja. Ja, wie schon anfangs gesagt, hoffe, dass ich hier, wie ich immer so an dieser Stelle sage, weil es ja, ja, weil wir ja keine Zeit haben, also nie Zeit, sehr schnell möglichst hier vom Hof, damit wir auch schnell möglichst beim Kunden auch pünktlich ankommen. Ne? Ja, das ist meine Prämisse. Also mal gucken, wie es so läuft. Ja, das können wir jetzt auch ausmachen. Kannst du gleich blinken. Weiter blinken. Okay, Leute, dann in diesem Sinne, bis gleich dann mal. Alles soweit erledigt, Leute. Bin eigentlich sehr zügig beladen worden. Dann habe ich die Abwärtskontrolle auch sehr schnell durchgezogen. Ja, ist ja die Zeit, die rennt mal wieder. Jetzt haben wir schon mittlerweile kurz nach 7, aber unterm Strich eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, ging alles sehr fix über die Bühne und ja, wir können losdüsen. Wir können losdüsen, das ist doch super, ganz toll. So, das hätten wir, Papiere haben wir uns auch gerade jetzt geholt, so, alles Taco. So, dann will ich mal sagen, nein, Moment Leute, ja, das können wir uns nochmal angucken. Also, ist mal jetzt hier noch mal zu sehen. Verpackte Lebensmittel 20 Tonnen geht zu oder geht nach Bozeman, der Bundesstaat Montana, zu Walmart. Erwartet wird das ja zwischen 4, also 10:12 Uhr, das wird ja nichts, und 4:52 Uhr, also 16:52 Uhr und ja, wir haben jetzt kurz nach 7, 10 nach 7 und ja, ich denke mal, dass wir das schaffen können. 4 Stunden 29, ja, können wir mit leben. So, hier noch mal ein Blick auf die Karte, zack, zack, so. Wie gesagt, wir starten jetzt hier in Jackson, wo wir sind, bei Kraft Heinz, wo wir geladen haben. Dann geht es hier auf die 191, auf die 89, auf die 26. Ja, wir bleiben aber immer drauf, die ändert sich nur hier, ne? Die Nummern 287, 191, seht ihr ja, 89, und dann geht es hier weiter hoch. Und ich würde mal sagen, hier können wir noch dann Päuschen dann einlegen, ja, spricht mich auch sehr an, da sind wir dann noch in Wyoming, hier ist die Landesgrenze, dann geht es hier nach Montana rein, weiter auf der 191 und dann sind wir auch schon in Bozeman, sensationell, okay, da waren wir natürlich noch nicht und ja, wir schauen mal, ne? Also ist eine schöne Strecke, denke ich mal, keine allzu lange Strecke, aber eine schöne Strecke. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Please proceed to the highlighted route. Yes, Lady, yes. Ja, jetzt habe ich ihn noch meinerseits jetzt ein bisschen abgewürgt. Das macht nichts. Wir fahren wieder jetzt endgültig los. Ja, was macht das Navi? Nix. So. Und in Navi sind wir ein bisschen aufgeschmissen. Dann wird das wohl eine größere Tour werden. Aber nun gut. Alles okay. So. Ladies and Gentlemen. I'm rolling here. So. So. Können wir uns jetzt auch das Geklackere jetzt hier sparen. Okidoki. So, wir sind dann erstmal auf Kurs, ne? So. Natürlich. Wenn Atze hier ankommt, ist egal, wo er abbiegen will, dann kommt immer Verkehr. Davor ist nichts und dann kommt auf einmal der Verkehr. Du kannst da hinten warten.
kannst auch abbremsen. So sieht's aus. Okay. In 200 meters, turn left. Okay. So. Turn left. Mal sehen, was uns erwartet oder nicht erwartet. Wünsche ich mir natürlich wie immer, dass die Tour hier glatt verläuft, ne? Aber man weiß es ja nie. So, da ist gut. Da kommt noch was. Der überlegt sich das noch, ob er fährt oder nicht fahren soll. Der überlegt sich das auch. Das ist die Polizei, die lässt uns durch, oder? Da hat die keinen Bock. Denk mal, die lässt uns durch. Der Kollege lässt uns sicherlich durch. Okay. Na dann. So. In 200 meters, turn left. Ja, wir sind noch nicht. Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen hier durchkämpfen. Turn left. Ja. And then keep to the left. Ja, aber. Keep to the left. And then turn left. Oh, wir machen das schon irgendwie irgendwo irgendwann. Turn left. Ja, wenn das tausendmal wiederholt, dadurch wird es nicht schneller gehen. Also macht ja nichts. Ampelphase wieder wahrscheinlich 2,5 Sekunden, wenn es hochkommt, wenn überhaupt. Aber nun gut. Wir sind vorbereitet. Wir haben den Fuß schon am Anschlag, genau. Oh, das sag ich doch. Na gut, da waren es vielleicht 3,5 Sekunden. Sensationell. Nächste Ampel. Ja, bis wir hier auf Touren kommen, ja, das dauert ein bisschen. Wir hier aus dem Ort hier rauskommen, aus Jackson, und dann hoffe ich doch mal, dass wir dann, ja, wenn der jetzt mal Gas geben würde, dass wir das auch schaffen, noch über die Ampel zu kommen. Ja, haben wir. So. Das kann ein bisschen dauern. Die Ampeln halten ja auf. Ne? Wir werden schon längst schon, ja, schon weiter, aber. Und der Verkehr natürlich, ne? Aber das ist eine Sache, die lässt sich ja nicht vermeiden. Das ist nun mal so. Nächste Ampel, ja, die ist gerade umgesprungen auf grün, sehe ich, aber die Kameraden, die haben ja keinen Bock, Gas zu geben. Oh, gesagt, getan, machen es sogar. Dann ist er wieder hier. Bingo Bongo. Du biegst ab, das gefällt mir außerordentlich gut. Dann habe ich ein bisschen freie Sicht. Ja, und du bleibst stehen. Ich biege jetzt hier ab. Keep to the left and then turn left. Turn left. So, Leute.
fühlt er mich, mache ich hier eine Sightseeing-Tour hier durch Jackson oder was? Holy moly, echt, was ist denn hier los? Oh ja, ganz toll, ja, ja, und was machst du? Oh, bleib stehen. Naja. Ja, jetzt fährt er auch noch, natürlich. Das ist grandios. Ja, wir fahren jetzt mal in den Bundesstaat Montana. Also weiter nördlich jetzt hoch jetzt. Ja, warum nicht? Wie gesagt, dort waren wir noch nie. Gibt's immer eigentlich überall schöne Ecken, davon abgesehen. Egal, wo man sich befindet. Alles hübsch. Alles schick. Ja, und bald ist wieder Zeit für meinen alten und auch, würde ich mal sagen, heißgeliebten Kenworth. Fahren wir bald wieder, denn George hat ja bald wieder Urlaub und das ist ja zwischen uns so eine Sache immer. Wenn er dann Urlaub hat, dann nehme ich den und er nimmt den dann, also nimmt dann meinen, fährt dann noch eine Tour und dann stellt er ihn dann bei sich dann ab, hier den, in diesem Fall jetzt den Volvo, und ich kaufe dann, macht dann meine Touren, bis er wieder aus dem Urlaub zurück ist mit dem Kenworth, und dann, wie gesagt, dann treffen wir uns dann irgendwo und dann folgt dann wieder der Tausch. Ja. So ist der Plan und so haben wir ein bisschen immer durchgezogen. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. In die letzten Folgen schon ein bisschen länger her wieder, aber dann könnt ihr ja sehen, dass ich da auch damit gefahren bin, mit dem Kenworth. Ist immer wieder schön, finde ich. Macht auch sehr viel Spaß. Schönes Gefährt. At the roundabout, take the second exit. Jo, machen wir. Use the exit ahead. Let's go. Und ja, das ist ich weiß jetzt gar nicht, wann der Junge jetzt Urlaub hat. Ich bin ja ein bisschen jetzt verwirrt. Weiß nicht, eigentlich müsste ich das ja wissen. Aber ja, bin da so mit meinen Sachen jetzt auch ein bisschen involviert. Und ja, jeder plant das so für sich, wie er es meint. Und natürlich werde ich in Kenntnis gesetzt und so. Ja, gewisse Planungen müssen wir dann auch erfolgen. Wie jetzt, wenn wir jetzt ja, die, ich sag mal, die Arbeitsgeräte tauschen. Logisch, ne? Oh, eine Büffelherde hier, oder was? Wieso? Ja, bleibt schön da. Genau. Ja, aber es wird jetzt sehr zeitnah passieren. Da muss ich mich mit dem noch bequatschen. Und auch ein paar Wochen wollte er jetzt auch, ja, auch wirklich jetzt Urlaub machen. Also nicht nur jetzt Urlaub zu Hause, sondern jetzt irgendwo wollte er sich so lang machen. Soll er sich erholen von den Strapazen. Und jo. Also was jetzt demnächst ansteht, natürlich, wie gesagt, ich bin ja immer auf der Lauer nach neuen Standorten, wenn sich das ergibt, in irgendeiner Art und Weise. Primär natürlich die Aufträge hier absolvieren. Aber ich habe da meine Leute, die ja dann auch immer die Augen aufhalten und mir dann immer sagen, pass auf, hier oder dort. Hast du dann, gibt's da was eventuell? Und ja. Alles soweit. Tako.
bin, glaube ich, ein bisschen zu schnell, ne? Stop. Stop by stop, ne? Genau. Okay. Aha. Ja, dann fahre ich mal. Nationalpark, okay. Dann fahren wir mal dementsprechend auch gesittet durch. Trocknen halt, da sollte man was trinken, ne? Jetzt geht es ein bisschen schneller voran. Auch ein wenig bergauf hier. Sehr schick. Was jetzt noch zum. Oh, jetzt habe ich ein Bildchen gemacht. Auch gut. Wie lange haben wir es jetzt hier zum. Da. So. Aha, 41 Meilen. Okay. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Sehr schick. Ja, das ist sehr. Wir haben jetzt hier sehr viel Natur vor uns, was ja sehr gut ist, sehr schön ist. Ist das nicht hübsch? Grandios, oder? Mich ein bisschen wundert, aber kann ruhig so bleiben. Hin und wieder hast du ein Fahrzeug, aber ja, unterm Strich ja nicht viel, ne? Was an Verkehr ist. Ne? Ja, kaum gesagt, fahren jetzt schon zwei Fahrzeuge hinter mir. Okay. Ja. Keep right heißt das hier. Soll ich right fahren? Okay, dann fahre ich rechts. War ich vorhin verkehrt oder was? Okay. Ah, und nun? Muss ich ja wieder zahlen oder wie? Da war ich ja bestimmt vorhin verkehrt, ne? Auf der. Oder. Ah, egal. Nationalparks über Nationalparks, sehr gut. Ist ja auch schön bestimmt hier. Also auf jeden Fall hübsch ist es, ne? Also
kann man nichts anderes zu sagen. Also die Tour hat sich dementsprechend ja schon gelohnt. Von der Aussicht her. So, jetzt kommt auch schon. Jetzt kommt auch schon. In 200 meters, turn left. Ja, genau. Ein bisschen weiter vorne, ne? Ja. Ja, ich bin nicht ortskundig, also. Ruhe bewahren. Turn left. KI-Verkehr. Ruhe bewahren. Oh, guck mal hier. Oh. Jetzt sehen. Was habe ich mir denn hier ausgesucht? Hier? Leute, Leute, Leute. Wie ich denn jetzt hier gelandet? Navigation resumed. Ja, nee. Das will ich ja nicht. Dann stelle ich mich jetzt irgendwo hier an die Seite. Leute, ich sag mal bis gleich. Ich suche noch ein bisschen rum. Also jagen wollte ich nicht oder irgendwie oder wandern oder whatever. If possible, please turn around. Ja, ist doch gut, sei doch mal ruhig. Ja, die Tante wird auch immer so nervös, weiß ich auch nicht, was sie hat. So, komme ich höchstens, wenn ich das darf überhaupt. Ja, vielleicht darf ich mich überhaupt gar nicht hier hinstellen. Reisebusse da vorne. Oder? Ja. Okay, Leute. Okay, dann hören wir zu, dass wir jetzt wieder weiterziehen hier. Ja, haben wir mal hier eine Ausnahme gemacht hier mit mir. Habe ich auch hier, wie ihr sehen könnt, hier so dünn wie es geht hier gemacht am Wegesrand, sage ich jetzt mal so. Und ja, nichts wie weg hier. Aber ne, die waren ja soweit nett. So, hier ein schönes Fleckchen hier. Am Yellowstone Park, wo wir jetzt sind, noch sind. Und ja. Wir fahren jetzt weiter. Wir haben ein Käffchen getrunken, ein paar Sandwiches reingepfiffen. So. Haben noch knappe 120 Meilen, war das glaube ich noch vor uns. Und ja. Haben wir dann auch gesehen, ne? Auch schick. Riesengelände hier, würde ich mal sagen. Riesen. In 200 meters, turn left. Okay. Turn left. Jo. Dann ist das so, ne? So. Wollen wir die Tierchen da vorne jetzt nicht erschrecken, ne? Das heißt, wenn die uns hier mal durchlassen würden. Von rechts kommt da noch was. Er lässt uns. Sieht danach aus, ne? Ja. Ja. So ist das. Okay. Let's go. Weiter fortsetzen nach Boisman. Ja, ja. Ich fahre doch schon als solches langsamer. Jetzt fängt es natürlich pünktlich an zu regnen, sag ich mal. In
200 meters, turn right. Turn right. Oh, es regnet aber auch hier. Oi, oi, oi. Jetzt können wir ein bisschen schneller fahren. Aber nur ein bisschen. Die Wetterlage lässt auch nicht allzu viel zu. Aber nun gut. Kleine Steigung hier. Geht es wieder ein bisschen abwärts, oder? Eieiei, was für ein Wetterchen da. Sieht man nicht viel, ne? Nö. Nö, nö, nö. Aber sowas hat man auch, ne? Natürlich jetzt nicht besser, wenn wir jetzt Sonnenschein gehabt hätten, aber naja. Ist so wie es ist. Oh, müssen wir mit klarkommen. So. Komm schon, Junge. Meine 20 Tonnen, die machen sich natürlich bemerkbar, ne? Ist ganz klar.
konzentrierter hier fahren jetzt hier. Ampel kommt. Okay. Vierunddreißig Meilen haben wir noch vor uns. Haben noch 1 Stunde 8 Minuten an Restzeit. Okay. Dann hat das ja unterm Strich ja ganz gut geklappt, ne? Also, noch sind wir nicht da. Es hört auch glücklich auf zu regnen, wie wir sehen können. Ja. So. Noch gerade unter der Wolke, aber jetzt nicht mehr. Herrlicher Sonnenschein, so ist das hier. Manchmal so, manchmal so. So ändern sich die Dinge. In diesem Fall die Wetterlage. So. Noch einmal nachwischen hier. Gleich jetzt rechts rein. Die nächste. Ja komm, er lässt mich dann jetzt nicht auf der Kreuzung jetzt stehen, du. Ja, oder so. Keep to the right and then turn right. Okay, okay, okay. Okay. Turn right. Ja, wir turnen. Wir turnen sowas von. So, wir haben jetzt nicht mehr allzu weit jetzt hier. Use the right exit ahead. Ja, schon angezeigt hier. In 200 meters, turn right. So. Ziehen wir doch mit, ne? Ja klar, wenn der jetzt da stehen bleibt, egal, ich war schon drüber. Keep to the right and then turn right. Turn right. Boys man. Yeah. Erster Aufenthalt, sagte ich ja schon anfangs, dass wir hier noch nicht waren. Alles supi. Okay. Right. Dann machen wir das mal. The
turn left. Jo, noch nicht. Sag ich doch, sind wir schon so gut wie da. Oh, was ist denn da passiert? Okidoki. Turn right. So. Liebe Leute. Wir sind dann jetzt hier. You have arrived at your destination. Was ist mit dem da? Oh, oh. Eingewiesen oder was? Okay, ich werde mich mal anmelden. Die haben da noch ein bisschen zu tun. Was machst du denn da? Das steht doch schon da, der LKW, der Truck. Okay. Mal schauen. Dann mal, ja. Bis gleich, Leute. Okay. Soweit, so gut. Jetzt warten wir hier da um die Ecke. Mal sehen, wie wir das hier geregelt kriegen. Ja, die gucken können sie, aber einweisen können sie wohl nicht. Ja. Ganz großes Kino, Leute. Der eine weiß nicht, was er da macht. Putzt seinen Stapler oder weiß ich nicht, was er da macht. Der andere steht da halt so rum. Genießt den Tag. Und ja. Oh, man hätte mich ja da ein bisschen da einweisen können, aber ist okay. Kein Problem. So. Wir geben alles hier. Wird noch viel mehr. So. Wird zwar jetzt ein bisschen wahrscheinlich eng werden, aber ja. Ein bisschen nach vorne fahren. Ein bisschen korrigieren. So uns richtig eindrehen. Ne? Yep. So. So soll es sein, ne? So, angedockt habe ich. Auch alles im grünen Bereich. Das ist ja sensationell hier wieder mal. Finde ich gut. Alles gut. Alles gut soweit. Leute, so. Wir sind angekommen in Boisman, Leute. In Montana. Ja, dann werde ich mal warten, bis sie mich hier leer machen. Und dann schauen wir mal. Dann ist er. Tag auch dann soweit durch. Ja, bin jetzt wie gesagt in Montana, in Boisman oder Boisman, whatever. Und ja, mal sehen, wo wir das nächste Mal jetzt hier landen. Beziehungsweise, vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück und ich kann jetzt hier, bekomme hier eine Folgetour. Das wäre natürlich supi, aber naja, drauf verlassen werde ich mich natürlich nicht. Mal sehen, was jetzt hier bei rauskommt. Fragt da mal gleich nach, aber schauen wir mal. Vielleicht kommen die ja auf mich zu. Wir schauen mal. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ja, war's das für diese Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ja, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal hier wieder mit am Start im ATS
oder beim ATS oder beim ETS2 wäre supi. Ansonsten, ja, bleibt mir nur zu sagen, haltet die Stoßstangen sauber und bleibt vor allen Dingen gesund. Und ja, in diesem Sinne, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao!